Danke nochmals für alle fürs Kommen. Herr, gleich vielleicht, was ist mit Rapid los? Wenn man das Spiel heute gesehen hat, ohne dass man die Leistung der Wolfsburger schmälert, das, was Rapid heute gezeigt hat, das ist in meinen Augen nur mal peinlich. 3 Niederlagen in Serie gegen den Aufsteiger, also das ist schmerzhaft. Das kann sich Rapid in Wirklichkeit nicht leisten. Wenn man das Kräfteverhältnis der beiden Vereine hernimmt, dann muss ganz klar gesagt werden, dass das eine große Enttäuschung ist, wenn man gegen diese Mannschaft so schlecht auftritt wie Rapid heute. Wenn man bedenkt, dass sie 40 Minuten in Überzahl waren und kaum in der Lage waren, Torschancen herauszuspielen. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wenn man die letzten Spiele jetzt im Frühjahr betrachtet von Rapid, für was diese Mannschaft steht. Sie kriegen immer unglaublich kuriose Gegentreffer, wo sensationelle Abwehrfehler begangen werden und spielen sehr wenige Torschancen heraus. Es fehlt der Mut in der Offensive zum Dribbling, zum entscheidenden Dribbling, um dann vor das gegnerische Tor zu kommen. Und es fehlt natürlich auch die nötige Konzentration in der Defensive. Und deswegen steht Rapid nach 4 Runden noch immer ohne Sieg da. Ja. Und ein gebrauchter Ausdruck für die beiden Kontrahenten heute ist aber, denke ich, ja, schon von einem Krisengipfel zu sprechen. Denn Wacker wartet seit 4 Spielen auf einen Sieg, hat diese 4 Spiele auch allesamt verloren, die letzten 3 davon gleich mit 2:3 und Rapid sowieso in diesem Jahr noch ohne vollen Erfolg, das heißt, ganz genau gesagt, seit 8 Spielen wartet die Mannschaft von Peter Schöttl auf einen vollen Erfolg. Also wer kommt da am ersten wieder raus aus dieser sportlichen Misere? Der Antilauf geht also in die nächste Runde. Peter Schöttl, ist das noch zu fassen nach so einem Spiel wie heute, wo man dann mit 2 Mann mehr sogar noch den Ausgleich kassiert? Ja, also da fehlen mir halt wirklich die Worte. Es ist so, dass es wir lange gebraucht haben, bis wir das erste Tor endlich erzielt haben. Vorher viele Chancen vergeben und danach, statt dass es 3-0, 4-0, 5-0 steht, schaffen wir es nicht, das zweite Tor zu erzielen und da kann der Gegner 3 weniger sein. Mit irgendeinem hohen Ball, mit irgendeinem einer Standardsituation kann immer was passieren und da haben wir halt wieder den einen Fehler gemacht, der dann auch bestraft wurde und ja, ist natürlich in keinster Linie jetzt was die Leistungen widerspiegelt. Also da bin ich schon anderer Meinung wie der Heri, den ich sonst sehr unterstütze, aber die haben gekämpft wie die Löwen, das wissen wir schon, aber das Spiel nicht gewonnen, das haben sie nur uns zu verdanken, weil wir mit unseren Chancen viel zu nachlässig waren. Also ein klassischer Selbstfaller, der irgendwie resultiert vielleicht auch aus den letzten Wochen, wo man einfach diesen Antilauf hat? Ja, natürlich, es wird ja nicht besser. Wenn du dieses Spiel wieder nicht gewinnst, dann ist es schwierig, dich Woche für Woche wieder zu pushen. Und es wäre heute ohne Probleme ein klarer Auswärtssieg möglich gewesen. Also da hätten wir gar nicht jede Chance verwerten müssen. Dass die Gegner 2 Ausschlüsse hatten, die haben wir auch nicht geschenkt bekommen, sondern es waren 2 absolut klare rote Karten. Und wieder, wir brauchen uns bei niemand anderem beschweren. Wir müssen uns das selber an der eigenen Nase nehmen. Haben Sie jetzt in dieser Situation noch irgendwelche Ideen, wie man das Ruder herumreißen kann? Oder ist da wirklich schon große Ratlosigkeit überall zugegen? Samstag ist ja immer auf dem grünen Rasen. Die dort sind, die können das verändern. Wir alle miteinander arbeiten so, dass wir uns vorbereiten auf das Spiel, dass wir uns gut vorbereiten, um diese Spiele zu gewinnen. Und wie gesagt, wenn wir aus so einem Übergewicht an Chancen dann den Sieg nicht holen, dann ist es natürlich sehr schwierig und der Frust ist natürlich riesengroß. Vielen Dank. Kerry, was bedeutet das? Da waren Sie damals dabei, ja. Unter Otto Baric. Am Ende hat es für den Meistertitel gereicht. Ja, wir haben vorher schon, glaube ich, 9 oder 10 Spiele hintereinander gewonnen gehabt, haben dann 9 Spiele nicht gewonnen, 7 davon unentschieden gespielt, 2 nur verloren und das gegen die Austria im Derby. Darf man auch nicht vergessen, waren immer sehr schwere Spiele. Aber wir haben dann wieder fast alles gewonnen und sind Meister geworden.
Es ist ja nicht entscheidend. Man kann ja mal eine Serie haben. Das verfolgt jede Mannschaft. Entscheidend ist, wie man sich präsentiert in dieser Serie. Und bei Rapid hat man auch heute wieder gesehen, wenn man sagt, man hat so große Chancen, dann muss man die einmal verwerten. Da kann man nicht mehr sagen, die Mannschaft ist verunsichert. Sie kann ja nicht nur von ihrer Unsicherheit leben. Also wenn man das immer wieder in der Öffentlichkeit den Spielern auf dem Tablett serviert, ja, dann sind sie halt auch unsicher. Und das hat man heute bei den großen Torchancen ganz klar gesehen. Das heißt, für Sie sollte auch der Trainer mehr Selbstsicherheit, mehr Siegeswillen ausstrahlen in dieser Situation. Mehr Sicherheit. Für mich ist ganz klar, dass jeder verunsichert ist, wenn es so lange zu keinem Sieg reicht. Aber klar ist für mich auch, dass man dann auftreten muss in der Öffentlichkeit und ein bisschen Aggressivität ausstrahlen sollte. Nicht, ich meine da nicht den Trainer, ich meine auch die Spieler, die auf dem Platz stehen und das umsetzen sollen, was der Trainer mitgibt. Da sehe ich auch sehr wenig davon. Und das Problem ist bei Rapid ja auch nicht die Taktik, sondern die individuellen Fehler, die immer wieder gemacht werden. Und das ist eigentlich das große Problem. Und es betrifft nicht nur den einen oder anderen Spieler, sondern die ganze Mannschaft. Nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive. Weil wenn man hinten Fehler macht, das ist das Gleiche, wie wenn man vorne eine große Torschance vergibt. Momentan klappt sehr wenig, muss man ganz klar sagen. Aber man kommt dann nur raus, wenn man sich gegen diese Unsicherheit wehrt. Und das machen sie meiner Meinung nach zu wenig. Mit zwei Mann mehr und der Führung im Rücken darf sowas einfach nicht passieren. Und es ist einfach nur peinlich. Dann ist es allerdings wirklich sehr ärgerlich und teilweise symptomatisch, dass wir es dann wieder schaffen, im eigenen 16er so einen Fehler zu machen. Keinen Vorwurf, wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Aber das ist natürlich dann teilweise unfassbar, dass wir dem Gegner dann so eine Chance noch gestatten in Unterzahl. Die Diskussionen werden jetzt natürlich auch in Richtung Trainer beginnen. Ja, wie können Sie ihm den Rücken stärken? Ja, indem ich sage, dass nicht diskutiert wird da, wo es halt entscheidend wäre. Und jeder kann natürlich machen und tun und lassen, was er will in der Frage. Aber da bin ich ganz ruhig und gelassen. Ja, da gibt es Rückendeckung vom Sportdirektor. Der bleibt gelassen. Aber Harry, wir alle kennen die Mechanismen in diesem Sport. Muss sich Peter Schöttl schon langsam wirklich Sorgen um seinen Job machen? Ja, wenn man die Verantwortung hat, wenn man die Ergebnisse sieht, die letzten 9 Runden, ist es sicher nicht sehr leicht für den Trainer. Erstens einmal das selbst zu verarbeiten und zweitens einmal die Spiele immer wieder aufzurichten. Das ist ja nicht so einfach, weil man ja selbst in Wirklichkeit auch Trost brauchen würde. Und es gelingt nicht sehr gut, das muss man ganz klar sagen. Die Mannschaft ist noch immer verunsichert. Man redet zwar immer nur von den defensiven Fehlern, die passieren, heute wieder. Aber wenn der Aller 4 Chancen hat, hochkarätige Chancen, und vergibt diese Chancen kläglichst, muss man wirklich sagen, dann frage ich mich, ob da der Trainer die Hauptschuld hat. Normalerweise sagt man immer, ne, der muss die Hauptverantwortung übernehmen. Aber da müssen die Spieler natürlich auch konsequenter sein und sich einmal bei der Nase nehmen und sagen, da muss ich persönlich mehr geben für diesen Verein. Und das fehlt mir ein bisschen, diese Aggressivität, diese positive Aggressivität, wie man Spiele drehen kann. Das ist natürlich leichter da am Tisch gesagt als auf dem Spielfeld getan. Aber es muss sich was ändern, auch an der Einstellung der Spieler. Weil Unsicherheit alleine bringt sie nicht weiter. Es muss sich etwas ändern, dass der erste Sieg, das erste große Erfolgserlebnis endlich kommt. Denn Rapid ist mittlerweile 9 Spiele hintereinander ohne Sieg. Das ist Vereinsnegativrekord von 87-88. Der wurde eingestellt, damals unter Otto Baric mit Heribert Weber. 87-88 wurde Rapid damals, aber trotzdem Meister. Das wird sich in diesem Jahr nicht ausgehen. Aber wie kommt man da jetzt raus? Sehr schwer natürlich, wenn man die Mannschaft sieht, wie sie in der Defensive agiert und wie sie vorne zwar Torchancen herausspielt, heute wieder, aber die dann immer wieder vergibt. Also da kann man, natürlich bist du dabei als Trainer, aber da kann man nicht immer nur auf den Trainer hinhauen. Also da muss man auch einmal die Spieler kritisieren und sagen, dafür die Konzentration. Ich will nicht sagen die Qualität, aber die Konzentration, um diese Chancen zu verwerten, weil das passiert ja auch in der Regionalliga, nicht nur in der Bundesliga. Alles noch in Ordnung? Alles auch in Hütteldorf? Was passiert da heute? Vor, während und nach dem Spiel Rapid gegen Wiener Neustadt? Ich denke gar nichts. Es wird ein bisschen protestiert.
Die Mannschaft wird hoffentlich endlich einmal gewinnen und es ist dann nicht alles gut, aber vielleicht wird sich dann alles beruhigen. Das kann man im Sinne von Rapid, kann man das nur hoffen. Ja, die Stimmung, die ist heute natürlich aufgeheizt, das ist klar, das war schon in der gesamten Woche so. Die Rapid-Fans sind enttäuscht über das, was die Leistung der Mannschaft betrifft im Jahr 2013. Und heute demonstrieren also die Fans. Für uns in Hütteldorf ist Gerhard Grabert. Gerhard, was passiert gerade im und außerhalb des Hanapi-Stadions? Ja, herzlich willkommen aus dem Pulverfass Wien-Hütteldorf. Ja, es passiert irgendwie gar nichts. Es waren große Protestaktionen angekündigt. Es hat geheißen, es wird einen Protestmarsch vom nahegelegenen U-Bahnhof hierher zum Stadion geben. Den hat es bisher noch nicht gegeben. Es hat auch geheißen, es wird stimmkräftige Proteste vor der Südtribüne geben, die Sie hinter mir sehen. Aber auch hier ist es eigentlich fast gespenstisch ruhig im Moment. Also bisher ist von großen Protestaktionen gar nichts zu bemerken, weder außerhalb des Stadions noch im Stadion. Das war's fürs Erste hier aus dem Hanapi-Stadion. Damit zurück ins Studio. Ja, alles ruhig in Wien-Hütteldorf. Zum Glück, Hans Kankl. Ja, aber ja gesagt, dass die Fans unzufrieden sind, dass die Fans protestieren, das gibt es auf der ganzen Welt. Dass Fans mit ihrer Mannschaft unzufrieden sind, wenn man neunmal hintereinander nicht gewinnt. Das ist eine Normalität. Wenn man protestiert, ist es auch in Ordnung. Es gibt Proteste auf einer friedlichen Basis. Selbst wenn ich Märsche mache oder Sprechchöre, wenn der Protest in einer Form ist, dass der anständig ist, dass nichts dabei ist, dass ich irgendwen Menschen gefährde oder irgendwelche Menschen bedrohe und lauter so Blödsinn, die ganz einfach nicht zum Fußball gehören, dann ist das nicht in Ordnung. Aber wenn der Protest ein friedlicher ist und man vereinigt, man äußert seine Unzufriedenheit in Schreien oder in Sprechchöre, dann ist das in Ordnung. Das ist auf der ganzen Welt so. Und da wird viel zu viel Aufhebens darüber gemacht. Ja, wenn mir gerade einfällt, kann Rapid eigentlich noch absteigen, 8 Runden noch zu spielen, 24 Herr Druckerschütz, bitte, schauen Sie. Noch zu holen. Lassen wir das, oder? Bleiben Sie ernst. Gut. Wir bleiben sachlich. Sollte Rapid allerdings heute gegen Wiener Neustadt nicht gewinnen, Hans Kankl, rechnen Sie dann damit, dass Peter Schöttl gehen muss? Ich hab mich eigentlich damit nicht beschäftigt, weil man sagt jetzt schon einige Zeit, also sie werden jetzt schon gewinnen. Wie wir alle wissen, wenn sie gewinnen, ist nicht alles gut oder ist nicht gleich Eitelwonne, aber es würde eine Beruhigung, eine wirkliche Beruhigung in die Hütteldorfer Fanszene bringen und auch in den Verein, ob sie den Peter Schöttl ablösen oder nicht. Ich habe das schon oft gesagt, ich war Trainer, ich tue mir da sehr schwer damit, ich war selbst Trainer. Und ich bin ja bei der Arbeit dabei, ich weiß nicht, ob er die Spieler noch erreicht oder ob er, keine Ahnung. Aber es gehört nicht nur immer der Trainer zur Verantwortung gezogen, man muss auch die Spieler fordern, dass die Spieler wissen, was sie für Adresse haben, die Spieler wissen, bei welchem Verein sie spielen und für den Verein haben sie auch alles zu geben. Und das ist bei vielen in Ordnung, bei anderen wieder nicht. Und für Rapid, das ist halt eine auch eine Belastung, aber eine große Ehre. Und manche begreifen nicht, was für ein Club Rapid ist und begreifen nicht, was sie spielen. Und ich weiß nicht, es klingt so komisch, wenn ich sage, die nehmen das nicht hundertprozentig ernst, aber es schaut fast so aus. Oder sie konzentrieren sich nicht hundertprozentig. Oder, wie ich immer wieder höre, sie bereiten sich nicht hundertprozentig vor. Also das ist nicht meine Aufgabe. Ich höre selber vom Hören sagen, genauso wie du, da gibt so viele Dinge, die passieren, das geht mich alles nichts an. Nur ich muss mich als Rapidspieler schon auf ein Spiel anständig vorbereiten und so weiter. Und das, da scheint jetzt einiges nicht zu stimmen. Natürlich ist auch diese Serie mit 9 Spielen nicht gewonnen. Kommt auch daher, dass mit jedem Spiel, das ich nicht gewinne, gibt es weniger Selbstvertrauen, weniger Selbstsicherheit und dementsprechend hat Rapid agiert. Wir haben Peter Schöttl eben gesehen. Für ihn ist das heute wahrscheinlich das wichtigste Spiel seiner bisherigen, ja noch kurzen Trainerkarriere. Er steht in der Kritik, ist angezählt. Und wie kommt er selbst mit dieser Situation zurecht? Markus Klimmer hat ihn getroffen. Hinter dieser Fassade, an diesem freundlichen Tag, brodelt's. Schaut gefährlich aus. Ehrlich? Warte mal. Auf Tribunal oder so.
komme, was da wolle. Er ist ja eh immer die Ruhe selbst. So auch an diesem Tag. Wir bitten ihn zum Krisengespräch. Schon los, so spontan, so überraschend geht das. Nicht einmal alle fertig. Bitte. Bereit? Jetzt geht's. Haben Sie mal mit dem Gedanken gespielt, dass das vergangene Spiel eben in Innsbruck das letzte für Sie hätte sein können? Ja, wie dann eben eine kurzfristige oder kurzfristiger Präsidiumssitzung am Sonntag einberufen wurde, ist mir der Gedanke natürlich schon gekommen. Aber gerade speziell, wenn man die Partie in Innsbruck gesehen hat, dann hätte ich das auch zur Kenntnis genommen. Also, ich will mich da gar nicht von Schuld freimachen, aber wie gesagt, diese Partie am Samstag in Innsbruck nicht zu gewinnen, das war richtig schwierig. Peter Schöttl, keiner, der Angst hat um seinen Job. Auch nicht jetzt, denn die wahren Probleme liegen ohnehin woanders. Ich habe einige Dinge unterschätzt. Es war klar, dass es ganz eine schwierige Zeit ist, in der ich zu diesem Verein komme. Was haben Sie unterschätzt? Ja, ich hätte mir schon gedacht, dass der ganze Verein ein bisschen enger beisammensteht in dieser schwierigen Zeit. Wir sind jetzt in einer schwierigen Zeit und auch die nächsten Jahre werden nicht viel leichter werden. Das muss allen bewusst sein. Also steht Ihrer Meinung nach der Verein immer noch nicht so eng zusammen, wie er zusammenstehen sollte? Natürlich nicht. Warum nicht? Ja, das ist eine oft hier. Es ist einfach sehr schwierig im Moment hier. Es ist jetzt nicht gerade diese Grundstimmung für große, tolle Leistungen, für große, tolle Erfolge da. Peter Schöttl bleibt ruhig, steht Rede und Antwort. Immer wieder das gleiche Spiel. Und denkt sich seinen Teil dabei. Aber gerade in Krisenzeiten zeigt sich ja dann der wahre Charakter, wenn man dann noch enger zusammenrückt. Das wäre schön, das wünscht man sich dann immer. Ja. Und was denken Sie dann darüber, wenn gerade in diesen Zeiten der wahre Charakter... Ich habe natürlich meine Gedanken und die muss man auch nicht immer nach außen tragen. Wie gesagt, es ist in erster Linie unsere Aufgabe, die Spieler auf dieses Spiel vorzubereiten, die Spieler auf die Stimmung auch vorzubereiten, die wieder in dem Stadion herrschen wird. Das wird sehr schwierig sein. Schlussendlich zählt am Ende des Tages aber nur, dass wir endlich gewinnen. Das Glück ist ein Vogel. Alles Gute dabei, vielen Dank. Danke vielmals. Es kommt auch irgendwann wieder zurück. Peter Schöttl, einerseits wirkt er nachdenklich, auch enttäuscht, aber so wie immer ist er freundlich, optimistisch. Welchen Eindruck hinterlässt er bei Ihnen? Sie kennen ihn lange. Er ist angeschlagen, er ist angeschlagen, nicht, aber das ist normal. Er hat vollkommen recht, wenn er sagt, also das Wichtigste ist jetzt, ein Spiel zu gewinnen und die Situation ein wenig zu verbessern. Das ist das Allerwichtigste. Er ist jetzt Rapid-Trainer, er weiß, was das bedeutet. Er hat sein ganzes Leben lang bei Rapid gespielt, er kennt den Mechanismus im Verein, er kennt alles. Er hat den großen Vorteil, dass er ein Kind von Rapid ist und er weiß, dass das sehr schwer ist. Und natürlich, er ist jetzt sehr angeschlagen und das, was hilft, ist ganz einfach nur Sieg. Nichts anderes. Ja, man kann es drehen und wenden, wie man will. Rapid muss heute einfach gegen den Ex-Club von Peter Schöttl, gegen Wiener Neustadt gewinnen. Gerhard Grabert für uns heute im Hanapi-Stadion jetzt mit den letzten Neuigkeiten vor dem Spiel. Enorme Drucksituation also für die Spieler, für die Mannschaft des SK Rapid und natürlich auch für Trainer Peter Schöttl. Man ist zum Siegen verdammt zu Hause gegen Wiener Neustadt. Auch schon allein deshalb, um die Stimmung nicht noch mehr kippen zu lassen hier in Wien-Hütteldorf. Apropos Stimmung, ja, Sie merken es, es gibt noch keine hier. Normalerweise hinter mir der harte Kern auf der Westtribüne sorgt schon ordentlich für Wirbel, aber da sitzen nur vereinzelt ein paar Hartgesottene, auch auf der anderen Seite gegenüber, auf der Osttribüne, wo ebenfalls normalerweise die Rapid-Fans für Stimmung sorgen, nur vereinzelte Fans. Und das wurde auch angekündigt. Das hat eben geheißen, dass die Fans erst später ins Stadion kommen werden. Es ist auch vor dem Stadion noch ziemlich ruhig, also noch nichts von irgendwelchen Protesten zu hören. Friedlich, also momentan, die Fans sind einfach noch nicht da. Aber eben, das kommt zusätzlich noch dazu in dieser schwierigen Situation für die Spieler. Wie geht man damit um? Die Routiniers speziell auch, ein Mario Sonnleitner oder ein Markus Katzer.
Natürlich ist man ein bisschen angespannter, weil die Situation nicht ganz so einfach ist. Wir haben jetzt neun Spiele nicht gewonnen, aber im Endeffekt sind alle heiß auf die Partie und deswegen bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir heute auch sicher die drei Punkte machen. Ich glaube, wenn man bei Rapid ist, muss man sowieso mental stark sein, weil einfach der Druck ein ganz anderer ist als bei kleineren Vereinen. Aber das weiß jeder Spieler, der hierher kommt. Und es ist nicht immer eine schöne Zeit und mittlerweile ist es ein bisschen eine schlechtere Zeit. Und da müssen wir einfach gemeinsam rauskommen aus diesem Tief, ja, und dann geht es auch wieder aufwärts. Ja, Mario Sonnleitner beschwört also den Zusammenhalt der Rapid-Familie. Trainer Peter Schöttl hat heute mental starke Spieler aufgeboten, hat auch darauf geachtet, eben, dass er Routine reinbringt in die Mannschaft. Und so sieht er seine Aufstellung heute. Ja, ich habe schon ein bisschen geschaut, dass wir ganz eine gute Mischung aufs Feld bringen, dass nicht nur junge Spieler, sondern auch ein paar erfahrene Spieler am Feld sind, die schon öfters solche Situationen bewältigt haben. Spüren Sie heute eine besondere Anspannung bei sich und auch bei den Spielern? Nein, eigentlich nicht. Also es ist ja Woche für Woche unangenehm. Es geht ja schon ein paar Wochen, dass wir dem Sieg nachlaufen. Die Lust auf das erste Erfolgserlebnis im Frühjahr wird immer größer und hoffe, dass wir das heute, dass uns das heute gelingt. Ja, es wird höchste Zeit, dass Rapid eben diesen lange fälligen ersten Sieg im Jahr 2013 holt. Heute also gegen Wiener Neustadt, ein unangenehmer Gegner. Auch die Statistik in dieser Saison ist ausgeglichen. Es gab einen Sieg für Rapid, ein Unentschieden hier im Hanapi-Stadion und zuletzt sogar eine Niederlage. Die Wiener Neustädter kommen mit einer Serie von 4 Spielen ohne Niederlage hierher und die wollen doch überraschen. Das hat man doch rausgehört. Die sind mit Selbstvertrauen hier angekommen. Also bei Rapid vielleicht noch, gebe ich Ihnen noch ein paar Personalien mit an die Hand. Christopher Trimmel kehrt nach seiner Sperre zurück in die Startformation und im Tor bleibt Jan Nowota anstelle von Königshofer. Damit wieder retour ins Studio. Ja, Rapid heute also zu Hause gegen Wiener Neustadt und mit der Niederlage in Wiener Neustadt im Dezember hat ja dieser Negativlauf der Rapidler begonnen. Gerhard Grabert eben vor der fast leeren Westtribüne im Hanapi-Stadion Hans Krankl und das hat den Grund, dass die meisten Rapid-Fans eben noch draußen sind, vor den Toren des Stadions. Finden Sie es grundsätzlich okay, dass die Zuschauer heute der Mannschaft die Unterstützung verweigern? Ich hoffe, dass sie die Unterstützung nicht verweigern, wenn sie protestieren oder das für richtig halten, dass sie wollen, dass Rapid besser spielt und so weiter, das ist in Ordnung, aber ich erwarte auch von einem Rapid-Anhänger, dass er dann die Mannschaft unterstützt, auch beim Spiel. Also ich denke mir, die Fans werden dann ins Stadion gehen, werden die Mannschaft unterstützen, weil das haben sie immer getan und sehr, sehr gut. Wenn jetzt Proteste sind, das kann vorher sein, aber ich denke und ich hoffe, dass die Fans die Mannschaft auch unterstützen. Rapid heute gegen Wiener Neustadt. Was passiert, wenn es lange 0:0 steht, wenn Wiener Neustadt vielleicht in Führung geht? Gar nichts. Rein sportlich habe ich jetzt gemeint. Nein, Rapid muss jetzt einmal gewinnen. Und man, natürlich sagt man das schon einige Wochen, aber wann nicht heute gegen Wiener Neustadt, ohne respektlos gegenüber Wiener Neustadt zu sein, sollte Rapid diesen Sieg heute einfahren, da muss ich heute alles dazu tun. Nochmal, ich muss mich vorbereiten, ich muss mich anständig vorbereiten auf die Spiele, ich muss konzentriert in die Spiele gehen, ich muss auch konzentriert, zum Beispiel, jetzt war immer die lange Rede von der Abwehr, viele, viele Fehler in der Abwehr. In Innsbruck haben wir gesehen, dass viele Chancen vergeben wurden, da muss ich konzentrierter im Abschluss sein. Und das, die Rederei von jungen Spielern und alten Spielern. Egal. Auch das ist Qua und nur Larifari, die Spieler, die den Rapid-Dress anziehen müssen, konzentriert ans Werk gehen. Und wann nicht heute, dass sie heute gegen Wiener Neustadt gewinnen. Die Wahrheit liegt auf dem Platz, um noch eine Floskel. Ja, das ist Floskel, ja. Aber eine wahre Floskel. Eine Nachspielzeit angezeigt, deshalb ist nach 45 Minuten Schluss. Und dieses Bild sagt viel aus. Die Null hinten ist gut, aber die Null vorne verwundert nicht. Im Gegenteil. Es ist ernüchternd, was Peter Schöttl heute hier bei seiner Mannschaft erkennen musste. Nämlich das Spiel nach vorne. Jetzt gibt es vereinzelt Vorstand Rausrufe von den Fans hier auf der Längsseite, weil die Hardcore-Fans weiterhin ihren Protest fortsetzen und zwar außerhalb des Stadions. Und Markus Katzer hat hier
Verwandte im Stadion, offensichtlich. Aber zum Bussi geben und Zunge schnalzen war das, was Rapid in Hälfte 1 gezeigt hat, tatsächlich nicht. Gegenteil, ich wiederhole mich, das war enttäuschender als so manches Spiel, was Rapid zuletzt gezeigt hat. Und da hat man auch nicht gewonnen. Aber das Positive ist das 0:0, nämlich, dass man kein Gegentor bekommen hat. Und da war auch Glück dabei, weil Wiener Neustadt die zwei Chancen ungenützt ließ. Ja, ein Befreiungsschlag sieht irgendwie ganz anders aus. Peter Schöttls Mannschaft wieder mit großen Problemen. Rapid gegen Wiener Neustadt steht zur Pause noch 0:0. Auch 0:0 steht die Partie Mattersburg gegen Salzburg und die Admira führt gegen Innsbruck mit 2:1. Herzlich willkommen zurück im Sky Fußballstudio. Ja, Hans Krankl, wie bewerten Sie das, was Rapid bisher abgeliefert hat? Sehr schwach bis jetzt. Die Wiener Neustädter haben eigentlich sehr beherzt begonnen. Und haben zwei Chancen gehabt, sogar dass in Führung hätte gehen können. Dann hat sich Rapid ein wenig erfangen, aber viel zu wenig Angriffe. Planlos teilweise, ohne Selbstvertrauen, ohne Selbstsicherheit. Das merkt man, die Mannschaft ist nervös. Und Chancen war ein Weitschuss von dem jungen Widerer, der beherzt geschossen hat, aber der Wiener Neustädter Turm hat gehalten. Es war eigentlich die einzige Halbchance vom 16er. Ansonsten war leider nichts. Schauen wir uns die beste Möglichkeit gleich an, die es in dieser ersten Spielhälfte im Hanapi-Stadion gegeben hat. Und die hatte Wiener Neustadt in Person von Christoph Marcinko. In der 8. Spielminute war es. Da scheitert er zunächst an Novo, da kommt nochmal an den Ball und dann verhindert hier Schimpelsberger den Rückstand. Ja, das habe ich gemeint. Also das war, der Schimpelsberger ist Gott sei Dank noch rechtzeitig gerutscht, dass er den Ball noch holt, sonst würde es 1:0 für Wiener Neustadt stehen. Sie sehen es, die Westtribüne ist leer. Im Hanapi-Stadion ist die mangelnde Unterstützung vielleicht auch ein Grund dafür, dass sich Rapid heute gar so schwer tut? Natürlich, sicherlich ein Mitgrund, die mangelnde Unterstützung. Aber Rapid hat schlecht gespielt, wie die Unterstützung da war. Und heute ist sie nicht da. Ist für mich eigentlich überraschend, dass sie nicht, ich weiß nicht, noch 5 oder 10 Minuten ins Stadion kommen sind und ihre Mannschaft anfeuern. Ist für mich überraschend, ist natürlich für die auch Mannschaft. Auch unverständlich für Sie? Ja, in dem Fall schon. Ich dachte mir, dass sich der Protest, ich weiß nicht, 10, 15 Minuten und dann gehen sie ins Stadion und feuern die Mannschaft an, aber es ist nicht so. Gut, unseren Informationen zufolge sollen die Fans dann zu Beginn der zweiten Spielhälfte zurückkehren. Rapid war kaum torgefährlich in dieser ersten Spielhälfte. Es gab nur 3, 4 Schüsse aus der zweiten Reihe auf das Tor der Wiener Neustadt. Ansonsten, Hans Krankl, war kaum etwas los. Warum fehlt da einfach der Nachdruck in der Offensive? Naja, es fehlte Selbstsicherheit, es fehlte Selbstvertrauen. Die Mannschaft agiert nervös und ganz einfach schlecht. Das war der schönste Schuss jetzt von dem jungen Widra, den man eigentlich bei allem Kummer und bei allem Schlecht, was Rapid alles schlecht macht, muss ich eigentlich sagen, dass der Junge, den sollte man von der Kritik ausnehmen. Das ist einer, der hat Talent, der spielt beherzt. Natürlich kann er jetzt nicht, ist einer der wenigen Jungen, natürlich kann der nicht das alles herumreißen, aber er spielt beherzt und das ist eigentlich einer, den kann man von der Kritik ausnehmen. Was erwarten Sie von Rapid jetzt nach der Pause? Ja, ich erwarte mir, dass nach vorn gespielt wird. Ich erwarte mir, dass Angriffe gespielt werden, nicht nur planlos hoch oder durch eine Standardsituation, dass sie versuchen, über den Flügel zu kommen, versuchen, die Neustädter auszuspielen und ganz einfach ein Tor machen. Das ist das Wichtigste, ist ganz einfach ein Tor, damit irgendwo sich das löst, die Unsicherheit, das mangelnde Selbstvertrauen. Alles kann ein Tor lösen. Natürlich nicht alles sofort und alles ist klar eitel wohnen und alles wird dann viel besser gehen. Aber ein Tor löst halt den Krampf. Wenn man lange Zeit so schlecht spielt, dann muss man in Führung gehen.
Das ist ja bei Rapid, auch in den letzten Spielen ist er eigentlich Rapid in Führung gegangen und trotzdem, ich glaube, das ist jetzt die Befreiung und trotzdem ist dann wieder kommen Retour, ein Gegentor. Also, ja. Aber trotzdem, es geht nur mit einem Tor. Gut, wieder einmal ein Geduldsspiel heute für Rapid. Geduld müssen auch die Verantwortlichen beweisen. Der General Manager Werner Kuhn jetzt live im Hanapi-Stadion an der Seite von Gerhard Grabert. Ja, verstehen Sie den Frust, den Ärger der Fans? Verstehen Sie die Aktionen, die Sie gesetzt haben heute? Es hat viele Auf und Ab bei Rapid gegeben in den letzten 19 Jahren, 18 Jahren. Wir kommen sicher aus dieser Situation auch wieder raus. Es ist eine besondere und ich bin auch betroffen darüber. Wie kann man denn wieder rauskommen aus dieser Situation? Es sind drei Themen, die wir beantworten müssen, die sicher beantwortet werden. Das erste Thema ist, aus dem Sport erfolgreich wieder rauszukommen. Das zweite Thema, die offene Frage Stadion. Die Antwort wird es im Sommer geben, Mai, Juni. Eine Antwort in dieser Frage haben wir, dass die Sanierung nicht wirtschaftlich erscheint. Die zweite, daran arbeiten derzeit zwei Profis, ob der Neubau an diesen Standort geht. Wenn der Neubau geht, das kann ich noch nicht sagen, wird es sicher im Sommer die Entscheidung geben, ob Sanierung oder Neubau. Und die dritte Frage ist, die auch heute schon die Fans artikuliert haben, die Frage nach Veränderung. Die Veränderung, es ist geplant, diese Legislaturperiode geht im Herbst zu Ende. Im Herbst gibt es wieder Neuwahlen und auch die Basis für mögliche Änderungen. Ja, die Basis für mögliche Änderungen. Die Fans kritisieren das Ganze so unter dem Motto, alle schuldig, alle raus. Wie gehen denn Sie mit der Kritik um? Betroffen. Natürlich in so einer Situation, und auch das kenne ich bereits, es sind Profis am Werk. Die Fans haben Sehnsucht, Erfolg. Jeder, der ins Stadion geht, braucht den Erfolg, will den Erfolg. Und wenn der Erfolg nicht da ist, auch das habe ich in der Vergangenheit schon gespürt, fokussiert es eben, wo kann Veränderung passieren, wodurch kann Veränderung passieren. Und natürlich wird es dann so ähnlich wie heute artikuliert. Sehen Sie für sich persönlich auch irgendwie eine Gefahr, was Ihren Posten anbelangt hier bei Rapid? Ich bin betroffen von der Situation, auch natürlich in der Verantwortung. In der Verantwortung ist der Sport, in der Verantwortung ist auch unsere Gremien. Natürlich bin ich betroffen, aber wir haben in der Vergangenheit immer wieder Wege aus so einer Situation herausgefunden. Wir sind aus solchen Situationen gestärkt rausgegangen. Und wir haben im Wesentlichen zweimal so ähnliche Situationen gehabt. Es war das Infrastrukturthema, da haben wir die Dächer bekommen. Es war die Mannschaft, ein Umbau. Und auch bei dem Thema Personen. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, auch diese Antworten alle bis zum Herbst zu geben. Sehen Sie Möglichkeiten, den Konflikt mit den Fans auch irgendwie auszuräumen demnächst? Indem wir drei Antworten geben auf diese Fragen. Der Sport in erster Linie, das zweite die Infrastruktur und die dritte Frage eben die Möglichkeit im Club durch die bevorstehende im Herbst Neuwahlen, die Legislaturperiode geht zu Ende, dort zu beantworten. Was sagen Sie zum Sportlichen? Wenn man das Spiel heute sieht, haben Sie da irgendwie Fortschritte erkennen können, dass man da schon eine Antwort gibt? Irgendwie scheint das nicht der Fall zu sein momentan. Es ist die gleiche Mannschaft, die im Herbst ganz zu Beginn die Tabelle angeführt hat. Die gleiche Mannschaft, die als einzige österreichische Mannschaft die Qualifikation in der Europa League geschafft hat. Und es ist der Trainer, der eben das geschafft hat und sogar bei der letzten Meisterschaft mit uns, mit dieser Mannschaft, teilweise Zweiter geworden ist. Die Antwort muss der Sport geben, die Antwort müssen die sportlichen Verantwortlichen geben. Und da haben wir einen Profi, das ist der Helmut Schulte. Und da wird emsig daran gearbeitet, dass sich das rasch ändert. Es gab Protestaktionen heute in Hütteldorf von vielen Rapid-Fans vor dem Spiel und auch während des Spiels, vor allem während der ersten Spielhälfte. Da sind einige Tribünen im Hanapi-Stadion leer geblieben. Wie bewerten Sie diese Aktion? Ja, der Protest war friedlich. Es waren keine Ausschreitungen. Sie haben protestiert mit Spruchbänder. Das ist das Recht des Fans. Das kann er tun. Also es war alles in Ordnung. Sie haben nichts Unanständiges getan oder nichts Gefährliches. Es hat, wie ich sehe, keine Polizei gegeben. Das ist das Wichtigste. Eine friedliche
eine friedliche Demonstration oder friedlich zu demonstrieren, das ist in Ordnung. Sie fordern Veränderung, die Rapid-Fans. Haben Sie heute auf dem Spielfeld dann auch Veränderung bemerkt? Erste Hälfte nicht. Zweite Hälfte war verbessert, aber nur ein wenig verbessert. Veränderung kann ganz einfach dieser Sieg gegen Wiener Neustadt nicht so schnell bringen. Er war lediglich in diesem Moment sehr, sehr wichtig für die Mannschaft, für den Club, damit sie den dritten Platz halten, damit sie die drei Punkte machen. Das ist das Allerwichtigste. Über Verbesserungen und Veränderungen kann man im Moment nicht sprechen. Was wichtiger ist für Rapid, der erste Sieg im Jahr 2013 ist eingefahren. Diese ewig andauernde Sieglosigkeit damit beendet. Aufatmen natürlich bei Peter Schöttl. Aufatmen mit Sicherheit auch beim Torschützen zum 1:0 bei Markus Katzer. Markus Katzer, was bedeutet dieser Sieg für Rapid in dieser Situation? Ganz, ganz viel. War ein enorm wichtiger Sieg. Wir haben uns viel vorgenommen, wie auch schon die letzten 9 Mal. Und diesmal hat es endlich geklappt. Und das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Und es gilt jetzt weiterzuarbeiten und die nächsten Punkte zu holen. Bei Ihrem Tor zum 1:0 waren wir uns nicht sicher, ob es mit der Schulter geschossen wurde oder mit dem Oberarm. Wie haben Sie es erlebt? Also es war ganz klar die Schulter. Es war sicher ein reguläres Tor. Reguläres Tor, okay, hätte man das auch geklärt. Was sagen Sie generell zur Leistung? Es war ja irgendwie kein Glanzstück. Ist das in dieser Situation auch nicht notwendig gewesen? Sehr durchwachsen. Erste Halbzeit kein gutes Spiel von uns, so selbstkritisch muss man sein. Zweite Halbzeit dann mit dem Tor viel, viel besser und da hätte man natürlich auch dann höher gewinnen können. Im Endeffekt ist egal, wie wir heute gewonnen haben. Wichtig waren die ersten 3 Punkte in der Frühjahrssaison und jetzt gilt es am Dienstag im Cup zu bestehen. Sind das gute Fans, die nicht mal jubeln? Der harte Kern, den meine ich jetzt, wenn Tore geschossen werden? Ich versuche das auszublenden. Im Endeffekt hilft es mir nicht, darüber nachzudenken. Ich muss als Profi meine Leistung bringen und das mache ich Spiel für Spiel. Ja, Markus Katzer, also erleichtert vor allem, Hans Krankl, hat man den Eindruck nach diesem Sieg. Das Fazit aus grün-weißer Sicht, gewonnen, ganz egal wie? Genau, das ist das Fazit, ja. Das wichtigste 3 Punkte. Schauen wir uns das vielleicht entscheidende 1:0 noch einmal an. Markus Katzer hat gemeint, das war ein regulärer Treffer nach diesem Freistoß von Deni Aller. Was sagen Sie, Hand oder Schulter? Also wir haben uns mittlerweile schon 4-mal angeschaut. Für mich ist ein Handspiel, weil da sieht man, dass er mit dem Oberarm gekippt wird. Ja, und nach der Fußballanatomie gehört ja der Oberarm zur Hand. Ja. Also deshalb hätte dieser Treffer nicht kein korrektes Tor. Man sagt auch irregulär. Ohne E. Heute ist die Aufregung weg, daher habe ich mich vorbereiten können. Das letzte Mal war vor vielen Jahren, da war ich zu aufgeregt, aber heute geht es, weil heute ist ruhiger. Ja. Viel Last abgefallen, mit Sicherheit heute auch vom Rapid-Trainer. Peter Schöttl jetzt live im Hanapi-Stadion bei Gerhard Grabert. Das Ende der sieglosen Zeit für Rapid, für Peter Schöttl, sind Sie erleichtert? Natürlich sind wir alle erleichtert, aber wir haben natürlich auch gesehen, dass wir speziell in der ersten Hälfte große Probleme mit Wiener Neustadt hatten. Und erst dieses Tor aus einer Standardsituation durch den Markus Katzer hat den Knoten gelöst. Und dann war es auf alle Fälle eine bessere Leistung in der zweiten Hälfte und am Schluss hätten wir auch noch mehr Tore erzielen können. Das Tor von Katzer, regulär? Ich habe es jetzt das erste Mal gesehen. Ich sehe es eher als da oben Schulter. Ich bin anatomisch nicht so bewandert. Aus meiner Sicht regulär, ja. Stört es Sie, dass es irgendwie glanzlos war, das Ganze? Oder war das in der Situation jetzt völlig zweitrangig? Ja, das hat ja heute nur glanzlos sein können. Also wer heute irgendwas Besonderes erwartet hat, der musste sich täuschen. War für mich aber trotzdem überraschend, dass wir erste Hälfte eigentlich unterlegen waren. Und zweite Hälfte, auch bedingt durch den Wechsel und durch Sabitzer, ist sehr viel besser gespielt worden in der ersten Hälfte. Verunsicherung einfach nicht wegzudiskutieren, auch wenn wir eben diese erste Hälfte sind? Ja, hat jeder gesehen. Also wir lügen uns ja auch nicht selber an. Wir sehen ja unsere Spiele nicht nur einmal, sondern schauen uns dann noch einmal an. Und hat ja jeder im Stadion ganz klar erkennen können, dass wir erste Hälfte schlecht waren, zweite wesentlich besser. Wie sehr sehnen Sie sich jetzt nach Ruhe, nach ein bisschen Ruhe zumindest? Na, es ist jetzt einmal, wie gesagt, gelungen, diese Serie einmal zu beenden, weil das
nervt natürlich Woche für Woche, wenn raufgezählt wird von 4, 5, 6, 7, 8 bis 9. Und ja, jetzt haben wir in der Meisterschaft 3 Punkte gemacht und haben alle Möglichkeiten noch in der Hand, uns über die Meisterschaft für den Europacup zu qualifizieren. Und es gab heute wieder ein neues Kapitel in Sachen Fanprotest. Wie haben Sie das empfunden? Also für mich war es so, wie es eh zu erwarten war. Also dass sie erste Hälfte eben draußen protestieren, zweite Hälfte dann auch ins Stadion kommen, zuschauen. Wir haben uns das eigentlich abgewöhnt, das zu kommentieren. Wir können das nicht beeinflussen, wir können es nur dahingehend beeinflussen, dass wir unsere Spiele gewinnen. Wenn Rapid 9 Spiele hintereinander nicht gewinnt, dann ist der Protest natürlich nur allzu verständlich. Sie haben nach außen hin heute immer recht cool gewirkt, auch vor dem Spiel. Wie hat es Ihnen drinnen ausgesehen? War doch irgendwie besondere Anspannung da? Das sind immer die Fragen. Also natürlich ist man angespannt, aber ich bin jetzt von Haus aus nicht der cholerische, aggressive Typ. Versuche eben, das sachlich, analytisch anzugehen. Ich glaube, dass ich da der Mannschaft auch mehr helfe. Danke. Der Schüttel bleibt ruhig. Die Frage ist, wie viel Ruhe bekommt der Hans Krankl nach diesem Sieg? Am nächsten Dienstag steht schon das Cup-Viertelfinalspiel gegen Pasching, einen Club aus der Regionalliga Mitte, auf dem Programm. Gut, es wird zu Hause gespielt. Da braucht man nicht drüber reden. Das ist ein absoluter Muss-Sieg. Leicht ist gar nichts, auch nicht gegen einen Regionalliga-Club. Das ist so im Fußball. Das muss man hundertprozentig ernst nehmen, konzentriert, aber es kann kein Problem für Rapid sein. War die Stimmung, die heute eben nicht geherrscht hat im Hanapi-Stadion, heute ein Nachteil für Rapid? Das kann man wahrscheinlich so festhalten. War es vielleicht ein Vorteil für Wiener Neustadt? Nein, kein Vorteil für Wiener Neustadt, sicher nicht. Aber auch kein Vorteil für Rapid. Es ist ganz klar, wenn Fans unzufrieden sind und vor allem nicht ins Stadion kommen, ist es für die eigene Mannschaft immer schlecht. Und so etwas ist schlecht, aber das ist zurückzuführen auf die letzten Spiele, auf die letzten vielen Spiele. Und wenn sie gewinnen, werden die Fans wieder kommen, werden die Mannschaft wieder anfeuern. Und ich hoffe, für die Mannschaft und auch für die Fans so schnell wie möglich. Ja, Rapid gewinnt also heute gegen Wiener Neustadt mit 2:0. Dabei hätte die Partie beinahe mit dem Führungstreffer für die Gäste aus Niederösterreich begonnen, Gerhard Grabert. Ja, aber Chancen nicht genutzt in der ersten Hälfte, Heimer, und dann verliert man so ein Spiel. Ja, ist das so die Kurzzusammenfassung? Das ist die Wahrheit, die Tatsache. Ja, wir haben, glaube ich, erst also wirklich sehr, sehr gut gespielt, haben die besseren Chancen gehabt. Da müssen wir 1-0 führen und dann letztendlich das Spiel kippt, hat sicher die Standardsituation. Das ist nur 1 für uns, was aber anscheinend Handtor, also was man gesehen hat, also hätte nicht zählen dürfen, aber das hilft uns jetzt im Nachhinein auch nichts mehr und ja, dann ist das Spiel auch hin und her gegangen und wir haben es halt nicht geschafft, die Chancen zu verwerten, immer wieder gute Ansätze, immer wieder in gute Schusspositionen kommen, aber dann nicht ganz das Richtige gemacht, ja, aber sonst kann ich der Mannschaft nichts vorwerfen, also Auftritt war okay, ist ein bisschen die Konsequenz und Konzentration in 2-3 Situationen, aber das reicht oft im Fußball. Ja, diese fehlende Chancenauswertung, kriegt man das irgendwie nicht raus? Ist natürlich nicht einfach. Ja, man muss einfach aussagen, man muss immer wieder probieren, das sage ich auch Wochen für Wochen im Training und auch in die Spiele. Also es hilft nichts, wenn ich resignieren anfange. Also du musst immer wieder probieren, dass du zu Abschlüssen kommst, dass du anschließt und irgendwann rutscht schon mal ein Einer oder ein Zweiter oder ein Dritter. Tat uns einmal sicher ganz gut, aber ja, wir kommen zumindest zu Chancen. Wir spielen, glaube ich, einen tadellosen Fußball. Wir waren jetzt 4 Spiele hintereinander umgeschlagen. Heute hat es uns einmal erwischt, obwohl ich glaube, wir waren nicht schlechter wie Rapid. Aber das kommt im Fußball auch vor und jetzt bereiten wir uns auf Admira vor. Was sagen Sie zur Stimmung im Stadion heute, speziell erste Hälfte, fast wie in Wiener Neustadt? Ja, das war genau wie die Fans dann zurückgekommen sind. Haben sie das 1-0 gemacht, also sie hätten ruhig ein bisschen länger draußen bleiben können. Nein, ich finde es schade, weil ich glaube, ins Hanapi-Stadion, das gehört vor den ersten Minuten, gehören da die Fans rein. Und ja, das ist das Flair, das ist der Reiz in dem Stadion. Und man hat schon gemerkt, es ist, die Neustadt-Fans hast viel mehr gehört wie die Rapidler. Und das gibt es normal da nicht. Und ich hoffe, das war heute das letzte Mal. Sind Sie froh, dass Innsbruck da ist? Wir müssen auf uns schauen.
Ich habe es gerade angesprochen, der Peter Stöger hat sicher schon lustigere Zeiten erlebt in seiner Karriere. Sie haben auch schon Ähnliches erlebt bei Rapid vor 10 Jahren, Stichwort April, damals 2003 gegen Bregenz 1:1, große Fanproteste gegeben. Ja, es hat der Peter Klingelmüller, der Pressechef von Rapid, mich heute daran erinnert, was vor 10 Jahren los war hier im Hanapi-Stadion. Rapid war damals mit mir als Trainer Herbstmeister und wir sind im Frühjahr dann etwas eingebrochen und haben am 27. April gegen Bregenz zu Hause nur 1:1 gespielt. Nach dem Spiel sind die Fans in der Westkurve geblieben und haben halt Trainer raus, alle raus, Vorstand raus gerufen und so gleichen sich ganz einfach die Bilder. Ich habe aber diese Situation überlebt. Und im nächsten Jahr dann Meister geworden. Ein Jahr später sind wir dann endlich wieder mal Meister geworden mit Rapid. Schauen wir mal, wie die Fans urteilen, wie die Partie heute ausgeht. Denn wir haben eine Umfrage gestartet bei uns im Internet unter atv.at/ÖFB-Cup. Und wir haben gefragt, wer steigt auf? Und 73% der Zuschauer sind der Meinung, Rapid schafft das. 27% sind für den FC Pasching. Für Biggersberger ist wahrscheinlich nicht ganz überraschend, ein bisschen auch das Kräfteverhältnis spiegelt das Ganze wieder. Regionalliga gegen Bundesligist, allerdings muss man sagen, ist nicht also so. Also ich sehe die Chancenverteilung etwas anders. Bei allem Respekt vor der Leistung von Pasching in der Regionalliga Mitte, bei allem Respekt von den Profis, die bei Pasching im Einsatz sind. Ich glaube, Rapid muss zu Hause dieses Heimspiel gewinnen und ich würde die Chancen schon eher mit 90-10 beziffern. Ganz kurz nur, wie würden Sie die Mannschaft einstellen? Müsste man da sofort mit Pressing von Rapid-Seite her spielen, also die Gegner unter Druck setzen, damit man weiß, auf Pasching-Seite, da ist heute nichts zu holen in Hütteldorf? Selbstverständlich muss Rapid von Beginn an daran bestrebt sein oder alles daran setzen, dass sie in Führung gehen, dass sie ein schnelles Tor erzielen und da ist Pressing vorne schon angreifen, gegen Pressing zu spielen, ist das richtige Rezept. Und vor allem schnelles Umschaltspiel. Ich glaube, das kann Rapid ganz gut. Wo sie meiner Meinung nach Probleme haben, ist, wenn ein Gegner die Mitte dicht macht, wenn ein Gegner sehr defensiv spielt, dann haben sie zu wenig kombinationsstarke Spieler, die ein gutes Aufbauspiel betreiben, die sicher kombinieren können, bis sich eine Chance zu einem Doppelpass, zu einem Pass durch die gegnerische Viererkette, zu einem Dribbling oder zu einem Torschuss bietet. Da sind sie meiner Meinung nach spielerisch nicht stark genug, vor allem durch den Ausfall von Hoffmann, durch die Verletzung auch von Boskovic. Also das ist im Moment die Schwäche von Rapid und daher haben sie auch zu wenig Spiele gewonnen. Ja, zuletzt hat es ja mal geklappt, nämlich gegen Wiener Neustadt. Nach 9 Runden endlich wieder ein Sieg und bin gespannt, wie der Peter Schöttl die Ausgangsposition heute sieht und ob er gewarnt ist vor den Paschingern. Wolfgang Schiefer mit ihm im Gespräch. Herr Schöttl, inwieweit ist die heutige Partie schwieriger als die gegen Wiener Neustadt? Pasching hat auf der einen Seite nichts zu verlieren, Rapid aber schon. Bei einer Niederlage wird natürlich die Krise wieder hochkochen. Ja, es ist eine ähnliche Ausgangssituation wie vor 3 Tagen. Also uns war klar, dass wir beide Spiele gewinnen müssen. Das erste ist uns zum Glück gelungen in der Meisterschaft und heute kommt Pasching hier im Cup-Viertelfinale, kommt hierher und wir wissen schon, dass wir da runter weiterkommen müssen. Sie haben Pasching sehr genau beobachtet. Wovor haben Sie jetzt Ihre Mannschaft gewarnt? Was kommt heute auf Rapid zu? Ja, ist aus meiner Sicht ganz sicher eine Mannschaft mit Zweitliganiveau. Es sind auch etliche erfahrene Bundesligaspieler in ihren Reihen, aber ganz gute, interessante junge Spieler. Normalerweise spielen sie mit sehr viel hohen Bällen auf Casanova und sie haben mit Sobkova natürlich eine Waffe. Also der schießt sensationelle Standardsituationen. Davor haben wir die Spieler sehr gewarnt. Herzlichen Dank, Dankeschön, alles Gute. Also Rapid ist gewarnt, Peter Schöttl hat schon angesprochen, Ex-Bundesligaspieler, Sie haben es auch schon gesagt, sind da drinnen. Ich habe die Paschinger am Freitag gesehen, gegen St. Florian 2:1 gewonnen, sehr organisiert und auch topfit. Ist das schon die halbe Miete eigentlich, um gegen eine bessere Mannschaft zumindest mithalten zu können? Ja, das ist aber eine Grundvoraussetzung. Ich habe mit dem Martin Hieden, meinem ehemaligen Spieler bei Rapid, geplaudert. Der ist Co-Trainer jetzt von Pasching und er hat mir erzählt, dass sie hervorragende Möglichkeiten haben,
Trainingsmöglichkeiten, um die sie mancher Erstdivisionär beneidet. Und dass sie eine gute Mannschaft haben und sich hier im Hanapi-Stadion bestimmt gut verkaufen werden. Wir werden mal nachfragen, oder beziehungsweise haben wir das getan, wie denn der Trainer von Pasching, nämlich Gerald Baumgartner, die Rapidler in der Defensive knacken möchte. Ja, wir wollen natürlich versuchen, alles hier zu geben, gut in der Defensive zu stehen, eine sehr gute Ordnung zu haben, natürlich auch nach vorne verteidigen, uns was zutrauen und nebenbei, wenn man den Rekordmeister knacken will, muss man auch versuchen, Fußball zu spielen und sogar gut Fußball zu spielen. Das haben wir uns vorgenommen und ich hoffe, die Mannschaft kann das gut umsetzen. Standardsituationen sind sicher ein Mittel heute. Standardsituationen sind der Stärke von unserer Mannschaft. Wir haben da mit dem Daniel Sobkowa einen Spezialisten. Und natürlich, wenn es einen Freistoß gibt oder bei Corner, sind wir natürlich auch gefährlich dann. Ja, also Sie wissen ganz genau, worauf es ankommt, die Paschinger. Pepi, wie groß ist die Gefahr, dass die Rapid-Spieler in dieser Situation, kann man da als Trainer auch einwirken, die Nerven ein bisschen wegschmeißen, weil der Druck ja wirklich sehr groß ist? Der Druck ist bei Rapid immer groß. Natürlich hat die letzte Negativserie mit 9 Spielen ohne Sieg den Druck etwas vergrößert. Aber wer bei Rapid spielt, muss damit ganz einfach umgehen können. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, heute die Kritiker etwas zum Verstummen zu bringen. Es wird kein leichtes Spiel für Rapid werden. Rapid ist sich aber dessen bewusst und wird letztendlich dieses Spiel auch gewinnen. 6 Top-Chancen, ja, da ärgert sich Casanova. Ja, 6 Top-Chancen haben die Paschinger liegen gelassen. Kabla, Kovacek, Rama, Schobesberger, Sobkowa und Kovacek hat sogar die Stange getroffen. Da wird es einiges zu bereden geben in der Kabine der Hütteldorfer. Er hat Rapid vor dem Rückstand mehrmals bewahrt. Einmal hat ihm die Stange geholfen. Aber der wird sicher seinen Kollegen auch etwas erzählen in der Kabine, was das soll. Also kein Grund zu jubeln für die Rapid-Fans. Das ist leicht erklärt. Rapid hat kein Spiel gegen den Ball, hat kein Spiel mit dem Ball, hat keine Viererkette, die funktioniert, hat aber Nobata im Tor und der ist in Überform. Wir haben leider wenig Zeit, um alles zu analysieren, deshalb die 4 Hochkaräter, die es gegeben hat, am Stück präsentiert. In der 17. Spielminute Kovacek nach Vorarbeit von Schobesberger und Nobata zum Ersten. Dann 22. Spielminute Schobesberger wieder mit einer Talentprobe nach Herrlichenbach von Casanova. Nobata zum Zweiten. Dann 24. Minute Sobkowa. Und wieder ein gewisser Nobata. Und dann 37. Spielminute Flanke von Schobesberger auf Kovacek und wieder Nobata. Für Pickersberger eigentlich, wenn es 4:0 steht für Pasching, kann Rapid gar nichts sagen, oder? Ja, wenn Pasching die Chancen hundertprozentig ausnützt, dann steht es 4:0. Pasching hat die Chancen aber nicht genützt und so ist Rapid noch am Leben. Und normalerweise, wenn eine Mannschaft so klare Chancen vergibt, dann kommt man doch immer wieder in Schwierigkeiten. Wir wollen uns aber ganz kurz anschauen, warum denn auch Pasching zu so tollen Chancen kommt. Symptomatisch dafür eine Szene aus der 22. Spielminute bei Wickersberger. Ist schon klasse, wie die da durch die Viererkette spielen können. Casanova mit dem Pass auf Schobesberger. Ja, es passiert viel zu oft, dass bei Rapid Bälle durch die Viererkette durchgesteckt werden. Und die Prinzipien der Viererkette sind ja an und für sich ganz einfach. Kein Ball durch die Kette und kein Ball über die Kette. Leider funktioniert das bei Rapid, gelingt es den Gegnern viel zu oft und funktioniert die Viererkette bei Rapid überhaupt nicht. FC Pasching steht im Halbfinale. Zum ersten Mal seit 2007 steht wieder ein Regionalligist im Halbfinale. Ja. Steffen Hofmann ist verzweifelt. Die Paschinger jubeln im Hanapi-Stadion. Unglaublich, was sich hier abgespielt hat heute. Da könnten jetzt sicher auch die Tage langsam gezählt sein von Peter Schöttl. Schimpelsberger ist. Der ganzen Rapid-Elf ist heute nichts gelungen.
Keine einzige hundertprozentige Chance hat Rapid hier sich herausgespielt. Und somit steht der FC Pasching im Halbfinale. Für Rapid ist die Cup-Saison beendet. Herr Bickersberger, wenn wir uns das 1:0 anschauen von Casanova, ein bisschen Glück war da wahrscheinlich auch dabei. Ich weiß nicht, ob er sich den Ball so mitnehmen wollte. Das werden wir dann gleich sehen. Aber die Entstehungsgeschichte ist auch schon interessant. Hier sieht also man, das Ball springt ein bisschen weg, glaube ich. Die Ballmitnahme, wenn sie gewollt war, war Weltklasse. Und das war dann eigentlich schon das Tor oder 99% vom Tor. Er war dann alleine vom Novotar und hat ihm keine Chance gelassen. Aber der hat schon für Sie auch ganz gut gespielt, Casanova. Sehr viele Bälle gehalten, vorne geschleppt. Ich denke, aus einem Gesamtkollektiv sehr stark unserer Mannschaft war Casanova heute bester Mann am Platz, finde ich. Wir haben eigentlich gedacht, dass Rapid in der zweiten Spielhälfte ein bisschen stärker werden wird, aber Chancen haben wir nicht viel gesehen. 63. Minute vielleicht durch Sabitzer eine Halbchance, aber Pepe, wie ist das zu erklären? Im Vergleich zur ersten Spielhälfte ist Rapid besser geworden, aber es hat nicht gereicht. Denn Pasching war sehr gut organisiert, hat sehr gut verteidigt und eigentlich kaum eine Torchance zugelassen. Da sieht man die Halbchance, mehr oder weniger Flanke von Burgstaller und dann... Hans Bitterberger muss nicht wirklich so in Extremis retten, muss man sagen. Nein? Also das war so eine der besten Möglichkeiten, Halbchancen, die Rapid in 90 Minuten gehabt hat. Es war keine einzige klare Torchance dabei und Pasching hat noch Torchancen, vielleicht ein 5:1 Übergewicht gehabt und daher auch völlig verdient gewonnen. Pasching war in der ersten Spielhälfte mit Abstand die bessere Mannschaft. Ich glaube, Pasching hat in dieser Spielhälfte wie ein Erstdivisionär gespielt und Rapid wie ein Regionalligaverein. Nein, aber ein schlechter Regionalligaverein. Ja. Und ich bin schon sehr gespannt, wie Peter Schöttl, in dessen Haut wahrscheinlich niemand von hier stecken möchte, diese Niederlage erklären kann. Er ist bei Wolfgang Schiefer. Peter Schöttl, das bittere Cup aus. Wie kann man die heutige Leistung erklären? Es hat weder vorn gepasst noch hinten gepasst. Was sind Ihre Worte dazu? Ja, was erste Hälfte da stattgefunden hat von unserer Seite, hat nur entfernt mit Fußball was zu tun gehabt. Das war überhaupt nichts. Es war wahnsinnig enttäuschend. Da hat uns nur Jan Novotar im Spiel gehalten. Zweite Hälfte war es ein bisschen besser, aber natürlich weit weg von dem Anspruch, den wir haben. Und Paschinger ist natürlich absolut verdient, eine Runde weiter und hätte auch noch höher gewinnen können. Wie geht es einem da, wenn man an der Seitenlinie steht und glaubt, dass die eigenen Spieler das Spielen verlernt haben? Ja, wie geht es einem da? Man ist relativ hilflos in der Situation. Also speziell, was erste Hälfte da passiert ist, das verstehe ich nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gegangen. Wir waren nicht bereit, dorthin zu gehen, wo es weht. Und wir haben fußballerisch überhaupt nichts abgerufen. Also das war wirklich indiskutabel und auch inakzeptabel. Josef Hickersberger hat bei uns gesagt, in der Halbzeit, weder das Spiel mit dem Ball noch gegen den Ball hat funktioniert. Würden Sie das teilen? Ja, es hat gar nichts funktioniert. Und es war zweite Hälfte ein bisschen besser, was aber nicht schwer ist, weil die erste Hälfte katastrophal war. Wie bitter waren für Sie die Schöttl-Rausrufe? Ja, die bin ich mittlerweile gewohnt und das ist auch ganz normal. Wenn die Mannschaft so auftritt, dann sind diese Rufe gegen den Trainer ganz normal. Wo werden Sie jetzt ab morgen den Hebel ansetzen? In wenigen Tagen wartet ein wichtiges Spiel. Das kann ich jetzt nicht sagen, so kurz nach dem Spiel. Danke, dass du noch vorbeigekommen bist zu uns. Steffen, wie ist es dir gegangen in den 90 Minuten auf der Tribüne? Du bist ja leider Gottes ziemlich schwer verletzt, was man ja auch sehen kann. Hast du eine Erklärung für sowas, was da heute passiert ist? Eine Erklärung habe ich keine. Also war natürlich ganz, ganz schlimm für mich heute da oben zu sitzen. Besonders die erste Halbzeit war wirklich schlecht und da glaube ich kann man keinen einzigen positiven Aspekt finden aus einem Jahr. Torhüter, ja. Aus einem Jahr, der uns da noch im Spiel gehalten hat. Über das ganze Spiel gesehen muss man einfach sagen, dass das Pasching den Aufstieg verdient hat und das ist natürlich schon etwas, wo wir uns als Mannschaft fragen müssen, wie das sein kann, dass wir zu Hause gegen Regionalligisten ausscheiden. Schauen wir uns mal eine Szene an in der 69. Spielminute. Da sieht man nämlich auch irgendwie die Verwirrung in der Rapid-Abwehr. Pichler schlägt den Ball einfach nur weg und trifft dann
Casanova und dadurch entsteht auch eine große Chance für Sokova. Ja, ich denke, Harry will den Freistoß einfach ausführen und ich glaube, man merkt einfach in sehr, sehr vielen Situationen, die Mannschaft dass total verunsichert ist auch. Ne? Null Selbstvertrauen da ist, dass die Mannschaft sehr verunsichert ist und dann passiert sowas. Jetzt hat es natürlich in letzter Zeit diese Fanproteste gegeben und alles, aber der sitzt nur zum Beispiel am Vorstand oder oft am Trainer festzumachen. Schöttl-Rausrufe hat es da gegeben. Ist da nicht auch noch ein bisschen mehr die Mannschaft gefragt? Ja, natürlich. Natürlich ist die Mannschaft, das sind die Personen, die jedes Mal am Platz stehen und die Mannschaft ist gefordert und heute war das alles andere als gut und ich glaube auch jeder Spieler, der heute gespielt hat und jeder Spieler, der bei uns im Kader ist, sollte sich hinterfragen, was er besser machen kann, damit wir wieder auf den richtigen Weg kommen und da müssen wir schleunigst hin. Jetzt haben wir große Hoffnungen in den Cup gehabt, das ist auch wieder vorbei und das ist für uns natürlich sehr bitter und für den Verein doppelt bitter. Herr Bickersberger, abschließende Frage noch. Auf der Tribüne sind wir gesessen, da haben natürlich viele dann gleich gesagt, ja, der neue Trainer ist vielleicht da von Rapid etc. Aber Sie sind nicht der Typ, der so etwas macht, der sich da ins Gespräch bringt. Kann man der Mannschaft von außen jetzt überhaupt irgendwie helfen oder muss sie das selber irgendwie aus dem Dreck ziehen, den Kahn? Ich glaube, dass die Mannschaft eigentlich nur sich selbst helfen kann. Ich bin überzeugt davon, dass der Peter Schöttl es schafft, mit der Mannschaft aus dieser Sackgasse, in der Rapid jetzt spielerisch steckt, wieder herauszufinden. Okay. Meiner Meinung nach hat er heute noch 30 Minuten sehr mutig und sehr gut getauscht. Er hat gemerkt, dass das Mittelfeld, die Doppel-6 mit Kulowitz und mit Häkkinen eigentlich im Spielaufbau nichts bringt und hat dann den Gerson herausgenommen. War dann, zweite Spielhälfte war Rapid etwas besser. Die Austria oder Rapid? Ja, in erster Linie ist es wichtig, dass wir alle gemeinsam ein sehr gutes Derby sehen. Und interessant sind beide Mannschaften. Die Austria spielt das erste Mal wieder zu Hause seit der 0:4 Heimschlappe gegen den WAC. Und natürlich wird es spannend für uns alle zu sehen, was der neue Trainer Barisic bei Rapid in diesen wenigen Tagen bewirken konnte. Der neue Trainer Zoki Barisic ist ins Stadion gekommen. Vor rund einer Stunde haben wir auch Bilder eingesammelt. Da kommt er also zu seiner ersten großen Aufgabe. Bei seinem, muss man ja sagen, Comeback als Rapid-Trainer, Herr Reb. Was wäre denn heute typisch für Rapid? Ja, dass die Mannschaft zeigt, dass sie bei weitem nicht so schlecht ist, wie sie die letzten Spiele gespielt hat. Eine Mannschaft, die doch Spieler besitzt, die vor einem Jahr noch viel bessere Leistungen gebracht haben. Ich denke da daran, dass in der Vorsaison der zweite Platz in der Tabelle erzielt wurde. Ein großartiger Erfolg, wenn man bedenkt, dass es eine völlig neu formierte Mannschaft war. Dass es diesen Einbruch gegeben hat im Frühjahr, ist für mich bedenklich, auch rätselhaft, weil ich der Meinung bin, dass die Mannschaft weit unter ihrem Wert geschlagen wurde.